Das Momentum in FIFA spüren wir alle so stark wie noch nie. In dem Video möchte ich mit euch über das Momentum diskutieren. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Würde mich riesig freuen, mich mit euch da auszutauschen. Und viel Spaß! Wir sind heute auf unserem Road to Glory Account angekommen und starten in die Weekend League rein. Wir haben nur 13 Stunden übrig und ihr könnt hier einmal unser Team sehen. Aubameyang, Kolomoani vorne, Dante und Saliba werden bei uns hinten alles regeln. Das Team sieht einigermaßen cool aus. Aarons möchte ich als Evolution Spieler noch upgraden und das ist das erste Team. Grüße gehen raus an Ansu Fati Evolutions, der hat nämlich zig oft abgeschlossen. Und wenn wir reinstarten ins Game, schießen wir auch das erste Tor per Seitfalls hier, let's go! Genauso muss das sein, aber gönnt euch das Tor, was ich jetzt gerade kassiere. Erstmal eine lange Flanke, der Ball ist schon lange vorbei, dann spielt der Gegner rein und was soll ich sagen, mein Keeper ist halt... Ja, ne, ein absoluter FIFA- bzw. FC24-Keeper, die absolut verbuggt sind und sehr vieles verkacken. Und als nächstes machen wir aber wieder das Führungstor und drücken ihm den Greedy, damit er auch möglichst schnell wieder quittet. Also in der Weekend und kurz darauf noch das 3:2. Also ich habe Instant Karma für mein Greedy bekommen. Und Kolomoani vergibt so eine große Chance. Ja, was soll ich sagen? Spiel 2:3 verloren. Nächstes Team. Und den haben wir da, Ansu Fati, let's go. Und wir spielen einen krassen Ball auf Kolomoani durch. 1 gegen 1, komm, mach ihn, Brudi. Er hat den Pfosten getroffen, er hat einfach den Pfosten getroffen. Das ist nicht das letzte Mal in dieser Weekend League. Auch diese Chance vergibt er schon wieder. Und das ist wirklich krass, was da abgeht. Aber wir wuseln uns irgendwie durch, irgendwie. Und da trifft endlich Kolomoani. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber da drücken wir ihm den Greedy und holen unseren ersten Sieg, denn der Typ ist am Ragen. Aber ganz ehrlich, würde ich nach so einem Gegentor auch. Und wir gehen rein ins nächste Game. Der Bräune SBC ist auf jeden Fall da gewesen. Wenn ihr Tore in der Weekend League schießen wollt, dann müsst ihr das genau machen wie der Kollege. Lauft bis zur Grundlinie und legt den dann irgendwie quer. Ich weiß nicht, was in dieser Weekend League los war, aber ich habe so viele Gegentore damit kassiert, indem Leute auf die Grundlinie gelaufen sind und den dann einfach quergelegt hatten. Und was soll ich sagen, der Typ hat mich straight in den Bruch geschickt und wir stehen 1:6. 1:6, Mann. So schlecht bin ich noch nie in die Weekend League gestartet und wir öffnen deswegen ein 85 Plus Pack, damit wir bessere Sachen kriegen vielleicht und gute Laune, aber... Digga, ich habe da nur dieses Meme im Kopf, der guckt mich an und schickt mich tiefer in den Bruch. Und an dieser Stelle switchte das Momentum auf meine Seite. Doch bevor wir weitermachen mit dem Video, unterstützt es mich sehr, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben könntest. Natürlich nur, wenn du das Ganze hier genießt. Und falls du neu auf dem Kanal bist, könnte ein Abo auch eventuell nicht schaden. Und wir machen weiter mit dem Video. Vielen Dank für euren Support. Wir stehen jetzt in der Weekend League, nämlich 9:8 und haben noch 3 Spiele übrig, um auf die 11 Siege zu kommen. Das heißt, wir brauchen 2 Siege noch. Und das Ganze machen wir immer noch mit diesem Team. Es hat sich nichts verändert in der Weekend League. Und wir fangen an mit Kolomoani, der schon wieder den Pfosten trifft. Die ganze Zeit trifft er den Pfosten und der Gegner natürlich im Anschluss direkt mit dem 1:0 und schickt mich damit so ein bisschen in eine Zitterpartie und in einen Bruch rein. Und was passiert da? Ich krieg eine rote Karte mit Dante. Das ist seine zweite rote Karte in dieser ganzen Weekend League. Das ist eine Katastrophe. Wann fixen die das endlich mit diesen roten Karten und gönnt euch diesen Elfmeter. Der Keeper war da. Ich kann nichts anderes machen und mein Keeper hat keinen Bock mehr gehabt. Er hat mich straight in den Bruch geschickt. Ich bin mit einer roten Karte auch einfach instant gequittet. Das Ding war durch. 2 Spiele, wir brauchen 2 Siege und haben eine rote Karte mit Dante. Da muss halt Kimpembe hin. Und das Team sieht sogar schlagbar aus. Ja, was soll ich sagen, das ist halt nicht so gut gestartet. Aber wir wuseln uns da irgendwie durch, kommen ins 1 gegen 1 und... verkacken schon wieder. Ich habe in dieser Weekend League so viele Chancen vorm Tor vergeben. Hätte ich diese Chancen nicht vergeben, würde ich auf jeden Fall mehr Tore haben und vielleicht auch das ein oder andere Spiel mehr gewinnen. Und wenn euch gerade aufgefallen ist, mein Gegner ist wieder von der Grundlinie durchgelaufen und hat ein Tor geschossen. Also auch das war wieder so ein typisches Gegentor. Aber wir machen ein starkes Comeback mit 2:2 und jetzt das 3:2 noch hinterher und Griezmann holt uns den Sieg. Jetzt geht es darum, letztes Spiel, ein Spiel für die 11 Siege. Können wir das Spiel gewinnen?
oder werden wir verlieren? Das ist jetzt hier die Frage. Wir haben natürlich Kimpembe da, Dante ist wieder fit. Aber denkt ihr wirklich, nach 2 roten Karten in der Weekend League packe ich Dante da wieder rein im letzten Spiel, nur damit er noch eine rote Karte kriegen kann? Nein, wir werden in diesem Spiel nichts riskieren. Und das Team sieht okay aus. Man kann es schlagen, aber es ist auf jeden Fall ein starkes Team mit Veron auch als Icon. Aber wir starten in der 3. Minute sehr gut rein. Doch kurz darauf gibt's einen Elfer und eine rote Karte für Saliba. Es kann nicht sein. Chat, es kann nicht sein. Ich wechsle extra nicht Dante rein, damit ich keine rote Karte in diesem entscheidenden Spiel kriege. Und Saliba bekommt seine rote Karte für so ein Foul. Wo habe ich den berührt? Ich habe den nicht mal gesteuert. Aber es geht damit in die Halbzeit und da steht es 1:1. Und ab jetzt kickt das Momentum so richtig rein. Wir gehen 1-1 und schießen das 2:1. In Unterzahl, Freunde. Eine ganze Halbzeit in Unterzahl. Aber natürlich drücken wir ihm den Greedy, kommen irgendwie wieder durch und machen das 3:1. Drücken ihm den Greedy. Und dann seht ihr noch den letzten schönen Angriff zum Abschluss mit Jack Grealish. Einfach oben rechts in den Knick geschlänzt. Und jetzt ist das Game auch durch. Und wir haben es geschafft. Die 11 Siege sind da. Momentum habe ich auf jeden Fall ganz stark gemerkt, alleine weil ich 1:6 in die Weekend League gestartet bin und danach ziemlich viel rasiert habe. Was ich auf jeden Fall auch gemerkt habe, ist, dass viele 45-Minuten-Tore passieren. Also das heißt, in der 45. Minute plus 1, in der 90. plus 2. Oder wenn ich eine rote Karte habe, habe ich meistens die Spiele sogar noch gewonnen. Also das ist wirklich etwas, was ich sehr krass finde, dieses FIFA, dass es bei roten Karten so ist. Und bei meinen Rewards hatten wir zufällig auch ein bisschen Glück, ein bisschen mehr Glück auch hier spielt Momentum meiner Meinung nach eine Rolle, gewissermaßen irgendwo, es wurde ja nie bestätigt von EA, aber ich finde, wenn man Momentum hat und das Spiel einen eher ein bisschen stört, weil man halt 1:6 zum Beispiel in der Weekend League startet, danach sind die Belohnungen meiner Meinung nach auch deutlich besser und das seht ihr in diesem Pack, denn wir ziehen eine Icon, Frankreich, ZM und dann Paris und dann war ich so, warte mal, Paris, hä, das macht keinen Sinn und wir haben Georo, aber wir sehen, dass da eine Icon ist und ich frage mich die ganze Zeit, wer kann das sein, wer ist diese Icon, die ich da ziehe? Und am Ende sehen wir, dass da Lampard rauskommt und er ist tradable. Er hat uns 200k in der Road to Glory reingebracht und die Rewards haben dementsprechend richtig, richtig süß geschmeckt. Und an der Stelle interessiert mich auf jeden Fall, hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit Momentum gemacht? Was merkst du dieses Jahr am krassesten vom Gameplay, wo du am häufigsten Gegentore kassierst oder wo du am häufigsten auch irgendwie Tore schießen kannst? Würde mich sehr interessieren. Schreib's auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass doch gerne ein Like da, abonniere den Channel, wenn du neu bist und wir sehen uns zum nächsten Video, Leute. Macht's gut und ciao!